Die Polizei sucht nach diesem Mann, der versucht haben soll, einen Familienvater in dessen Haus zu ermorden. Die internationale Fahndung nach dem brutalen Täter jetzt bei Kripo Live. Sonntag, der 19. März, hier ist Kripo Live. Guten Abend. Bei unserer ersten Fahndung heute sucht die sächsische Polizei gleich nach zwei Menschen. Zum einen geht es um einen gewalttätigen Räuber und zum anderen um einen wichtigen Zeugen, der die Flucht des Täters vermutlich beobachtet hat. Kripo Live ist mit Ermittler Eckhard Köchling in Chemnitz unterwegs. Der Kriminalhauptkommissar sucht diesen gefährlichen Räuber. Der Mann auf dem Phantombild hat Anfang September 2016 eine junge Frau überfallen und brutal geschlagen. Rückblick. Die brutale Tat ereignet sich am 6. September 2016. Die junge Versicherungsfachangestellte macht sich auf den Heimweg. Sie läuft Richtung Hauptbahnhof, denn sie wohnt nicht in Chemnitz, sondern pendelt täglich zur Arbeit. Im Vorbeigehen bemerkt sie einen jungen Mann. Später wird sie zu Protokoll geben. An einer der Parkbuchten ist mir eine männliche Person aufgefallen. Es kam mir komisch vor, dass da jemand in der Parkbucht steht. Ich dachte mir aber nichts weiter dabei und lief einfach weiter. An der Ampel Carola-Straße, Ecke Bahnhofstraße, bleibt sie stehen, wartet darauf, dass grün wird. Plötzlich attackiert sie der Unbekannte aus der Parklücke und reißt an ihrer Tasche. Er fing dann an, mit der Faust mich in das Gesicht zu schlagen. Also er hielt mit einer Hand die Tasche fest und mit der rechten Faust schlug er mir dann auf mich ein. Von meinem Gefühl her waren das sehr, sehr heftige Schläge. Wahrscheinlich sollte ich bewusstlos werden. Die 26-Jährige kann ihre Handtasche nicht länger verteidigen. Die junge Frau ist vom Angriff noch ganz benommen, als ein Fahrradfahrer zu Hilfe eilt. Er sah die Auseinandersetzung zwischen der Geschädigten und dem Täter und sah, wie der Täter mit der Handtasche flüchtete. Er verfolgte diesen Täter, der die Carola-Straße in Richtung Straße Nation lief. Der Fahrradfahrer bleibt dem Handtaschenräuber auf den Fersen. Auf Höhe der Industrie- und Handelskammer holt er ihn schließlich ein. Dem Fahrradfahrer gelingt es, dem Täter die Handtasche abzunehmen. Ihm ist es zu verdanken, dass die 26-Jährige ihre Handtasche mit dem kompletten Inhalt wiederbekommt. Kurz darauf trifft auch die Polizei ein. Bei dem jungen Mann auf dem Fahrrad handelt es sich um einen syrischen Kriegsflüchtling, der sofort die Situation erfasste, dem Täter folgte und unten an der Straßennation-Ecke Käthe-Kollwitz-Straße diesen stellen konnte. Zufälligerweise hielt sich hier eine männliche Person auf, die diese ganze Handlung beobachtet hat. Diese männliche Person suchen wir, weil sie Angaben zum Täter und zur weiteren Fluchtrichtung machen können. Die 26-jährige Geschädigte macht noch am selben Abend bei der Polizei ihre Aussage. Das stimmt. Mit ihrer Hilfe konnte dieses Phantombild vom Täter erstellt werden. Damit fahndet die Polizei jetzt bei Kripo Live. Der Täter ist 25 bis 30 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 groß und schlank. Er hat kurze dunkle Haare und einen auffälligen Kinnbart. Zeugen vermuten, es könne sich um einen Osteuropäer handeln. Erkennen Sie den Mann auf dem Phantombild? Oder haben Sie die Tat und die Flucht des Räubers vielleicht beobachtet? Besonders wichtig ist der Polizei in diesem Zusammenhang der Zeuge, der die Auseinandersetzung zwischen dem Täter und dem Helfer auf dem Fahrrad gesehen hat. Hinweise bitte jetzt an die Kripo Chemnitz, Telefonnummer 0371 387 3445. Jetzt geht es um die internationale Fahndung nach einem jungen Mann wegen versuchten Mordes. Ich habe es zu Beginn schon kurz erwähnt. Die Polizei hat jetzt ein Foto des mutmaßlichen Täters veröffentlicht, der derzeit auf der Flucht ist. Dabei kann es sein, dass sich der Mann in Mitteldeutschland aufhält. In diesem Wohnhaus in Mülheim-Stürum hat am 24. Februar ein Mann mehrere Einbrecher auf frischer Tat überrascht.
Der 37-Jährige wurde von den Tätern so brutal geschlagen, dass der Vater von zwei Kleinkindern mit schwersten Kopfverletzungen in ein Essener Krankenhaus gebracht werden musste und dort noch immer intensivmedizinisch betreut wird. Kriminaltechniker haben am Tatort und in der Umgebung in den vergangenen Wochen Spuren sichergestellt, die einem 21-jährigen Täter zugeordnet werden konnten. Bei der Fahndung hofft die Polizei jetzt auf die Unterstützung durch die Bevölkerung. In diesem Fall ist uns jetzt in Dortmund zugeschaltet der Pressesprecher der Essener Polizei, Polizeikommissar Christoph Wickhorst. Guten Abend. Guten Abend nach Leipzig. Herr Wickhorst, wie können Ihnen die Kripo Live-Zuschauer jetzt eigentlich helfen? Denn Sie fahnden ja seit Ende dieser Woche per Öffentlichkeitsfahndung nach dem Gesuchten. Der 21-jährige Tatverdächtige ist rumänischer Staatsbürger. Es ist davon daher nicht ausgeschlossen, dass er sich nach Rumänien wieder absetzen wird. Deswegen wird er wahrscheinlich auch den Landweg nutzen, hier die Bundesländer, zum Beispiel Sachsen-Anhalt, Sachsen-Thüringen, auch überqueren, um schnellstmöglich in sein Heimatland zurückzukommen. Sie haben es angedeutet, es handelt sich um einen rumänischen Staatsbürger. Was wissen Sie darüber hinaus, über diesen Täter und seine Mittäter? Und wie ist allgemein der Stand der Ermittlungen? Der 21-Jährige ist dringend tatverdächtig wegen des versuchten Mordes an einem 37-jährigen Familienvater. Er wird wahrscheinlich in einer Bande versucht haben, hier einen Einbruch zu begehen, der total schiefgelaufen ist, wo er sich mit Gewalt dann letztendlich die Flucht ermöglicht hat. Er ist nicht nur in Deutschland aufgefallen. Wir haben auch Kontakte mit den Kollegen der Polizei in Spanien gehabt. Die haben uns da auch sehr gute Fahndungshinweise gegeben, sehr gute Lichtbilder gegeben. Und das zeigt, dass er da auch in Europa sehr aktiv war. Können Sie uns etwas darüber sagen, wie es dem schwer verletzten Familienvater inzwischen geht? Man erkennt eine schrittweise Besserung des Gesundheitszustands. Er ist aber noch nicht über den Berg. Er wird immer noch intensiv medizinisch betreut und konnte auch zu dem Sachverhalt noch nicht vernommen werden. Er ist natürlich einer der wichtigsten Zeugen in dem Sachverhalt. Aber wir sagen natürlich, der Gesundheitszustand muss sich erst stabilisieren. Wir hoffen, dass er auch keine bleibenden Schäden davon erhält und werden es erstmal dabei belassen und über die Fahndungsmaßnahmen versuchen, schnellstmöglich den Täter zu bekommen. Vielen Dank für diese Informationen, Polizeikommissar Christoph Wickhorst. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, und hier noch einmal das Foto des Gesuchten. Der 21 Jahre alte Rumäne Petru Ciprian Calvan ist ca. 1,75 groß, schlank und sportlich. Wenn Sie wissen, wo sich dieser Mann aufhält oder wenn Sie ihn irgendwo gesehen haben, dann informieren Sie bitte jetzt die Kripo Essen, Telefonnummer 0201 829 und die 0. Dieses Motorrad hier, das ist ein seltenes Sammlerstück, eine NSU Quick. Und so ein Oldtimer wurde in Oberwiera im Landkreis Zwickau gestohlen. Wir zeigen Ihnen, was die Ermittlungen der Polizei bisher ergeben haben. Und vielleicht können Sie dann den entscheidenden Hinweis liefern, der die Ermittlungen zum Erfolg führt. Bei Oldtimer-Fans ist sie äußerst begehrt. Die NSU Quick. Das Motorrad wurde seit 1936 gebaut, galt damals als billigstes Kraftrad der Welt. Heute kann ein fahrtüchtiges Modell schon mal 2.500 Euro kosten. So wie dieses Modell, Baujahr 1940. Es gehört Mike Posern aus Oberwiera. Doch der wertvolle Zweitakter wurde gestohlen. Mike Posern ist Sammler. 16 Motorräder besitzt er, fast alle fahrbereit. Doch die NSU Quick war sein Lieblingsstück. Mein Opa hat so eine Maschine gefahren. Leider war die Maschine nicht mehr im Familienbesitz und ich musste sehr lange suchen, ehe ich einen solchen Typ wieder gefunden habe. Dann habe ich sie endlich gefunden, habe sie mir gekauft. Sie war natürlich nicht fahrtüchtig und viele Stunden rangesetzt, um die Maschine wieder zum Laufen zu bringen. Mit einem baugleichen Modell des Motorrads wollen wir nachstellen, wie es zu dem Diebstahl kam. Es ist ein Montag im Oktober 2016. Mike Posern, studierter Agraringenieur, fährt mit seiner NSU Quick zur Arbeit. Er leitet einen Milchviehhof, nur wenige hundert Meter von zu Hause entfernt. In einem Lagerraum stellt er das Motorrad unter, sichert es mit einem Schloss. In den nächsten Tagen bleibt die Maschine in diesem Raum. Das Wetter ist zu schlecht, um damit zu fahren. Mike Posern hat seine NSU Quick immer mal im Blick. Doch dann verschwindet sie. Mir ist richtig schlecht geworden, ne? Und vor allen Dingen eben, weil ich schon wusste, das geht ja eigentlich nur mit Insiderwissen, so eine Maschine hier aus
so einer verschlossenen, umzäunten Anlage rauszuholen. Der Diebstahl in der Milchviehanlage fand wahrscheinlich am Wochenende zwischen dem 15. und 17. Oktober statt. Einbruchsspuren findet die Polizei nicht. Vermutlich mit einem Nachschlüssel gelangen die Täter auf das nachts verschlossene Gelände. Zwischen 22 Uhr und 2.30 Uhr ist der Milchviehhof unbeaufsichtigt. In dieser Zeit müssen die Diebe in den Lagerraum gelangt sein. Offenbar machen sie sich noch nicht einmal die Mühe, das Schloss des Motorrads zu knacken. Die Maschine wiegt nur 63 Kilo und lässt sich unproblematisch durch zwei Personen abtransportieren. Außer dem Motorrad nehmen die Täter nichts weiter mit. Zum Motiv könnte man hier natürlich vermuten, dass es jemand war, der solche alten Motorräder sammelt, beziehungsweise der womöglich Teile braucht von so einem eher antiken Stück, will ich es mal nennen, um diese dann womöglich vielleicht sogar auch zu verkaufen. Um die Lücke seiner Sammlung zu schließen, hat sich Mike Posan inzwischen wieder eine NSU Quick gekauft. Ein günstiges Angebot, Ende letzten Jahres. Trotzdem hofft er immer noch, dass die Diebe die gestohlene Maschine zurückgeben. Sie haben es im Dunkeln geholt, sollen Sie es auch im Dunkeln wieder irgendwo hinstellen? Können Sie möglicherweise der Polizei Hinweise geben, wo sich die gestohlene NSU Quick befindet? Ist Ihnen so ein historisches Motorrad irgendwo aufgefallen? Wurden Ihnen der Oldtimer oder Teile davon zum Kauf angeboten? Vielleicht haben Sie ja auch etwas beobachtet, das mit dem Diebstahl im mutmaßlichen Tatzeitraum 15. bis 17. Oktober in Zusammenhang stehen könnte. Zum Beispiel einen Transporter, mit dem das Motorrad fortgeschafft wurde. Dann informieren Sie bitte die Polizei Glauchau, Telefonnummer 03763-64 und die 0. Und jetzt befassen wir uns bei Kripo Live mit Betrug in ganz großem Stil. Da geht es nicht um ein paar tausend Euro. Wir sprechen über Summen in Millionenhöhe. Mit einer ganz bestimmten Masche, dem sogenannten Chefbetrug, werden Unternehmen in der ganzen Bundesrepublik, auch hier bei uns in Mitteldeutschland, bestohlen. Das Geld landet meistens im Ausland. Und dort vermuten die Ermittler auch die Drahtzieher. In den folgenden Szenen stellen wir eine Situation nach, wie sie in vielen Unternehmen alltäglich ist. Eine Buchhalterin bekommt eine E-Mail von ihrem Chef. Nicht alltäglich ist der Inhalt dieser Mail. Der ist hochbrisant und streng vertraulich. Es gehe um eine Transaktion, die ausgeführt werden soll. Der Grund sei die noch streng geheime Übernahme eines anderen Unternehmens, heißt es in der Nachricht. Was die Mitarbeiterin nicht erkennt: Diese Mail kommt gar nicht von ihrem Chef. Die Buchhalterin ist gerade dabei, auf eine perfekt geplante Betrugsmasche hereinzufallen. Im Glauben, die Anweisungen ihres Chefs auszuführen, wird sie am Ende eine sechsstellige Summe auf ein angegebenes Konto überweisen. So oder so ähnlich hat es sich im Januar beim Energieversorger in Nordhausen zugetragen. Dort hat man letztlich 920.000 Euro an Betrüger überwiesen. Größer war der Schaden bei Leoni aus Süddeutschland. Das Unternehmen verdient sein Geld mit Kabelanlagen für die Automobilindustrie. Mit gefälschten E-Mails vom angeblichen Vorgesetzten wurden auch hier im vergangenen Sommer Mitarbeiter getäuscht und rund 40 Millionen Euro ergaunert. Und das sind nur zwei Beispiele von vielen. Der Geschäftsführer eines Unternehmens wird heute oft mit dem englischen Begriff Chief Executive Officer, kurz CEO, bezeichnet. Daher ist diese Masche in Ermittlerkreisen unter CEO Fraud bekannt, zu Deutsch der Chefbetrug. Dieser Betrug beginnt schon Wochen vor der ersten E-Mail. Die Täter spionieren das Unternehmen aus, hacken sich mitunter sogar in das Computersystem der Firma. Matthias Willenbrink ist Privatermittler. Seine Auftraggeber sind Unternehmen und Versicherungen. Über 50 dieser Fälle hat er bereits untersucht und weiß, wie die Täter vorgehen. Ich muss als Täter möglichst viele Informationen
über ein Unternehmen gewinnen. Zum Beispiel, mit wem arbeitet das Unternehmen zusammen, an wen sendet das Unternehmen regelmäßig Rechnungen oder von wem bekommt es Rechnungen. Das sind wichtige Erkenntnisse, die ich zunächst einmal brauche. Und wenn ich die Ausforschung abgeschlossen habe, dann überlege ich mir als Täter verschiedene Szenarien, was kann ich mit den gewonnenen Informationen anfangen. Mit diesen Informationen erfinden die Täter ein Szenario, meist eine angebliche Firmenübernahme. Die Betrüger verfassen die erste E-Mail an die Buchhaltung der ausgespähten Firma. Sie geben sich als Chef aus. Schnappt die Betrugsfalle erst einmal zu, kann ein hoher finanzieller Schaden entstehen. Ein sogenannter Vertrauensschaden, gegen den sich Unternehmen versichern lassen können. Wie hier bei Euler Hermes, dem größten europäischen Versicherer für solche Vertrauensschäden. Rüdiger Kirsch entschlüsselt die Psychologie hinter den gefälschten E-Mails. Anhand einer Originalmail zeigt er uns, wie die Täter Vertrauen schaffen. Die Angelegenheit muss absolut vertraulich behandelt werden. Niemand sonst, auch nicht innerhalb unseres Hauses, wird zurzeit darüber informiert. Das ist das Thema geheimes Geschäft. Keiner weiß, um was es geht. Nur wir beide wissen das und es darf auch niemand wissen. Der zweite psychologische Trick, die Wertschätzung des Mitarbeiters. Aufgrund Ihrer Diskretion und bisher einwandfreien Arbeit in unserem Unternehmen möchte ich Ihnen die Verantwortung für das Projekt übertragen. Und nun schauen Sie in die Augen dieses Menschen, dieser Buchhalterin, dieses Buchhalters und Sie werden Sterne blitzen sehen. Sterne der Freude, die sagt, endlich, endlich jemand, der erkannt hat, was für ein toller Typ ich bin, was für eine gute Mitarbeiterin. Bisher ist mir das nicht zuteil geworden. Jetzt hat das jemand erkannt und jetzt darf ich mitwirken. Jetzt erfolgt der nächste strategisch wichtige Schritt. Die Täter kündigen in einer E-Mail an, dass sich eine Anwältin melden werde, die mit der angeblichen Firmenübernahme betraut sei. Das Ziel der Täter? Druck erzeugen. Frau Dr. Schmidt ist ein ganz wichtiger Punkt, denn Frau Dr. Schmidt ruft Sie im 2-Stunden-Takt an und macht Ihnen klar, wie Sie sich zu verhalten haben und mit wem Sie ausschließlich zu kommunizieren haben. Jetzt folgt der letzte Schritt der Täter. Wie durch die Juristin angekündigt, bekommt die Buchhalterin Vertragsunterlagen zugeschickt. Wieder streng vertraulich und wieder gefälscht. Die Mitarbeiterin glaubt an das Geschäft und weist das Geld an. 920.000 Euro bei EVN in Nordhausen. 40 Millionen bei Leoni aus Nürnberg. Meistens sind es zwei Mitarbeiter, die solch hohe Beträge anweisen müssen. Es greift das sogenannte Vier-Augen-Prinzip. Doch auch das wird von den Tätern gekonnt ausgehebelt. Die letzte Hürde ist nun die Hausbank des Unternehmens. Hier sind die Mitarbeiter angehalten, dem Verdacht einer unrechten Überweisung nachzugehen. Doch genau das ist nicht so einfach. Wenn wir feststellen, dass ein Betrugsverdacht von uns noch mal bestärkt wird, dann rufen wir natürlich auch den richtigen Chef an. Wir müssen nur immer sehen, dass große Firmen, wenn sie einen großen Konzern haben, der macht solche Zahlungen in dieser Größenordnung durchaus mehrfach die Woche. Da können Sie den Vorstand nicht jedes Mal, viermal die Woche anrufen, den Vorstand fragen, ob die Zahlung jetzt echt ist, dann hört er Ihnen irgendwann auch nicht mehr zu. Beim sogenannten Chefbetrug geht das Geld immer auf ausländische Konten. Dort auf diesen Konten verweilt es in der Regel nicht sehr lang. Das heißt, dadurch, dass sich der Täter meist auch eine Zahlungsbestätigung schicken lässt vom Opfer, weiß er, dass das Geld unterwegs ist und dann wird es in der Regel sofort aufgeteilt, weiterüberwiesen. Es ist relativ schwierig, wenn der Betrag erst geflossen ist, die Gelder tatsächlich auch zurückzuholen. Beim Energieversorger aus Thüringen hat es noch funktioniert. Das Geld wurde auf dem polnischen Konto schnell eingefroren. Zu diesen Fällen ist jetzt Kriminaldirektor Udo Kolbinger vom Bundeskriminalamt hier bei Kripo Live. Guten Abend. Guten Abend, Herr Bulter. Herr Kolbinger, wir haben es ja gerade gehört. Das Geld ist meistens schnell weg und die Erfolgschancen, dann überhaupt an die Hintermänner heranzukommen, die sind gering. Wo geht das Geld hin? Das Geld fließt entweder direkt oder über osteuropäische Konten auf Konten in China oder in Hongkong, wird dort dann wiederum weiterverteilt auf eine Vielzahl weiterer Konten. Beispielsweise kennen wir Fälle, wo das Geld auf über 100 weitere Konten verteilt worden ist und ist natürlich dadurch für die Unternehmen verloren, weil sie nicht mehr darauf zugreifen können. Wie viele Fälle sind dem BKA denn eigentlich in Deutschland überhaupt bekannt?
Dem BKA sind seit 2013 600 Fälle bekannt, des CEO-Fraud. Dabei handelt es sich um 100 vollendete Fälle. Bei den restlichen Fällen handelt es sich Gott sei Dank um Versuche. Haben Sie auch Zahlen hier für unser Sendegebiet, also Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen? Ja, die Zahlen für die drei Bundesländer sind etwas moderater. In Thüringen hatten wir insgesamt 8 Fälle, in Sachsen-Anhalt 10 Fälle und in Sachsen waren es 14 Fälle insgesamt, wobei auch hier die Anzahl der Versuche überwiegt. Wir haben es in dem Film ja gesehen, es sind zum Teil wirklich enorme Summen, um die die Unternehmen da betrogen werden. Mehrere Millionen Euro. Über was für eine Summe reden wir denn eigentlich insgesamt? Der Gesamtschaden, den wir hier für Unternehmen in Deutschland festgestellt haben, liegt bei knapp 150 Millionen. In der Regel setzen sich die Summen aus sechsstelligen Beträgen zusammen. Aber wie auch schon in dem Film gezeigt, geht es durchaus auch in die Millionenbeträge. Und diese Betrugsmasche selbst, die ja auch, wir haben es gesehen, für die Betrüger recht aufwendig ist, seit wann befassen Sie sich damit? Wir kennen die Fälle seit 2008, 2009. Dort sind sie erstmalig in Frankreich aufgetreten. In Deutschland haben wir es damit seit Ende 2013 zu tun. Und seit dieser Zeit bearbeiten wir auch beim Bundeskriminalamt dieses Phänomen. Also viele Geschäftsführer von Unternehmen, aber ich denke mir auch viele Mitarbeiter etwa in den Buchhaltungen werden sich jetzt fragen, was tue ich denn nun eigentlich? Wie verhalte ich mich richtig in so einer Situation? Also ganz wichtig ist natürlich, sich nicht unter Druck setzen zu lassen. Das ist ja ein Kriterium, was auch in dem Film schon angesprochen worden ist, dass halt die Täter versuchen, Zeitdruck zu machen. Ansonsten kann man den betroffenen Mitarbeitern, gerade den Mitarbeitern in der Buchhaltung, nur raten, sich ganz genau die E-Mail-Adressen anzusehen, sie zu überprüfen. Ist die Schreibweise des angeblichen Geschäftsführers korrekt wiedergegeben? Sind Buchstabendreher vorhanden oder fehlt ein Buchstabe oder ist einer zu wenig? Ja? Und als weiteres sollten Sie auch den Auftrag unbedingt bei dem Auftraggeber verifizieren durch einen telefonischen Rückruf oder auch durch eine Anfrage per Mail. Wobei dann natürlich zu beachten ist, dass wenn Sie diese Anfrage, diese Rückfrage per Mail machen, die Mailadresse des vermeintlichen Geschäftsführers manuell eingeben. Also nicht auf die Antwortfunktion klicken? Auf gar keinen Fall auf die Antwortfunktion drücken, weil dadurch nur der Kontakt in der bestehenden Mailkette bestehen bleibt. Ja. Darüber hinaus gibt es auch noch so einen informativen Flyer vom Bundeskriminalamt und man kann sich natürlich auch auf den Homepages der Landeskriminalämter informieren. Vielen Dank, Kriminaldirektor Udo Kolbinger vom Bundeskriminalamt in Wiesbaden. Danke sehr. Und hier noch eine aktuelle Fahndung des Landeskriminalamtes Sachsen-Anhalt, Kripo Live Kompakt. Am 8. September brennen hier 7 Fahrzeuge der Bundespolizei vollständig aus. Auch Fahrzeuge von Privatpersonen und der Deutschen Bahn werden angezündet. Die Polizei geht von einer gezielten Straftat aus. Es gibt einige Hinweise darauf, die diese Vermutung stützen. Unter anderem auch ein Bekennerschreiben, was einen Tag nach der Tat im Internet veröffentlicht wurde, auf einer autonomen linken Seite. Insgesamt entsteht ein Schaden von circa einer Dreiviertelmillion Euro. Den Tatzeitraum grenzt die Polizei zwischen 2 und 3 Uhr nachts ein. Zu dieser Zeit ist am Magdeburger Hauptbahnhof wenig los. Videoaufnahmen belegen aber, dass sich zumindest 6 Personen zu diesem Zeitpunkt dort aufgehalten haben müssen. 4 dieser Leute werden nun gesucht. Wir bitten darum, dass diese Leute sich bei uns melden oder auch Personen, die diese Leute kennen. Denn wir sind davon ausgegangen, dass möglicherweise Beobachtungen gemacht wurden, die für die Ermittler wichtig sind. Wer erkennt die Personen auf den Bildern oder erkennt sich sogar selbst wieder? Wer hat am 8. September 2016 Beobachtungen gemacht, die der Polizei weiterhelfen könnten? Hinweise bitte an das LKA Sachsen-Anhalt unter 0391 250 1122. Auf unserer Internetseite finden Sie wieder alle Telefonnummern der Polizei zu den Fahndungsfällen dieser Sendung. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend bis zum kommenden Sonntag hier bei Kripo Live.